Die Begrüßung ist bekannt, AWH Solo, euer Captain Rex, begrüße euch total recht herzlich zur sogenannten Star Wars Community Wohnzimmer Clipshow, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Problem ab 30, 40, 55 plus. So, darum sind da so wenige Klickzahlen. Ist logisch, weil das Alter 30, 50, 40, 55 plus gucken kein YouTube so in dem Sinne. Gucken auch sowas nicht. Man muss denen immer sagen, hey, geh doch mal hin nach Star Wars. Komm und schau es dir an. So, was ist bei Star Wars zu sehen? Bei Star Wars zu sehen selbst in der richtigen Sache ist, ich muss an dieser Arbeit, also an diesem Video noch arbeiten. Ich hoffe, es gefällt. Ist ja dieses Klick und so. Wie gesagt, hier auf der Originalseite, die man sich dann übersetzen muss. Grüße, hallo. Morgen, Copy. So, The New Generation 1424, wissen ja sowieso alles und da brauche ich keine Videoclips machen. Ich brauche nicht verweisen, dass man hier bei YouTube schaut oder hier bei StarWars.com. So, StarWars.com ist das Originale und da kann man sehen und morgen kann man ja auch die Sendung hier sehen. Dann gibt es hier einen Livestream, ja, macht also Spaß. Sie gefällt mir nicht nur, weil sie so ausschaut, sondern sie bringt es irgendwie lustig rüber, diese Show. Er ist auch erneuert worden, das war vorher ein anderer. Ron hier, man ist auch ein sehr sympathischer und ist ein Oscar-Preisträger und somit könnte Han Solo das werden, was Han Solo wird. Also ich persönlich mag überhaupt keinen Personenkult. Ich habe mich noch nie für Schauspieler interessiert. Ich habe mit denen gearbeitet, das sind für mich ganz normale Menschen, die eine Rolle spielen. Ich fand es immer sehr faszinierend, wenn die Kamera aus ist und man sieht einen normalen Bürger, das sind ja auch Bürger, und wie die dann so sprechen, manchmal überheblich, manchmal nicht, ich bin ein Star. Hinter der Kamera, wenn man normal ist, auch in einem Restaurant oder so, sind das ganz normale Leute, nicht alle um Gottes Willen, aber sind normale Leute, wenn die wissen, bist vom Fach, gehörst dazu, du arbeitest mit denen, ist alles in Ordnung. Bist du natürlich ein Outsider, also irgendein Fan oder so, dann verändern die sich schon, dann wissen sie nicht, wie sollen sie jetzt rüberkommen, bevor sie da in der Öffentlichkeit zermahlen werden. Meiner einer ist egal, ob ich zermahlen werde oder nicht. Ich bin eine öffentliche Person, ich habe öffentlich zu tun, auch damit. Und mich stört es persönlich nicht. Morgen. 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 So, heute zum Beispiel muss ich keinem was erklären. Okay, zwischen 30, 40 und 55 plus muss man trotzdem was erklären. Aber ich mache jetzt in diesen Videos keine Erklärung. Man weiß ja, wie man mit einem Computer umgeht. Man weiß, wie man eintaucht und sich was raussucht. Hier zum Beispiel die deutsche Seite. Star Wars ist dann natürlich sofort Disney. So, Disney seht ihr, sieht komplett anders aus und es geht um reine Vermarktung. Wenn man Informationen haben möchte über das, was man gerne hat, so wie jetzt hier Star Wars, dann muss man schon graben, dann muss man hier oben schon einige Sachen eingeben. Also ich gehe jetzt mal wieder nach Star Wars, nach StarWars.com, auf die offizielle Seite. So, die offizielle Seite kann man ja auch Gott sei Dank übersetzen ins Kauderwelsch, Deutsch. Egal, man kann sich da einbeamen sozusagen und dann auch lesen, wenn es auch Kauderwelsch Deutsch ist. So, weil Google halt so übersetzt. Da steht zum Beispiel ein Star Wars Story Ticket Angebote und Giveaways. Das ist okay, kann man nehmen. Oder hier, sieh dir das Solo an, eine Star Wars Story roter Teppich live bei StarWars.com. Ja, ist okay, ist gut übersetzt, einigermaßen. Mir ist aufgefallen, wenn man schräg rüberkommt, schlecht rüberkommt, habe ich ja vieles so gemacht, dann ist man in, dann hat man in sekündlichen 50.000 Klicks. Als Profi bekomme ich jeden Tag einen Anruf, wir vermarkten dir das, wir sind begeistert davon, das und das, schalten dir frei. Ich könnte jetzt für diesen Clip sofort 1,5 Millionen freischalten, kostet mir so und so viel Geld. Warum soll ich meine eigenen Clips, die ich gemacht habe, selber nochmal bezahlen, damit ich ganz viele Klicks bekomme. Muss nicht sein. Hallöchen. Moin, moin. Einfach ran wie immer.
ihr merkt schon, das ist Tagesarbeit, was ich vorhabe, weil ich das während der Arbeit mache. Wenn Kunden reinkommen, wird ausgemacht und dann mache ich da einen kleinen Clip da rein. Okay, also wie gesagt, es geht um Star Wars. Star Wars gibt es jetzt seit 41 Jahren und meiner einer jetzt nach 41 Jahren ab der Gruppe 30, 40, 55 plus aufwärts, die jetzt halt nochmal Star Wars aufkochen, weil es neu ist, wieder einsteigen wie vor 41 Jahren. Vor 41 Jahren war alles neu, zwischen 7, 8 und meiner einer 20. Wir sind ja also jetzt 47, 48 und 60 und stehen jetzt davor und sagen, wow, sollen wir es nochmal angehen? Sollen wir uns wirklich nochmal Star Wars antun? Ist ja eh nur für junge Leute, die da von morgens bis abends haten oder lieben. Ja? Meiner einer versteht es sowieso nicht mehr, warum man hatet, warum man nicht mehr darüber sprechen darf. Es ist eine total erkrankte Welt, in der wir momentan leben. Meiner einer, wie gesagt, fand es toll, wenn er hört, ey, der hat mal zugehört, erzähl mal. Das fand ich toll und das möchte ich wieder auferleben. Ich möchte wieder mit echten Menschen, realen Menschen darüber sprechen, vor laufender Kamera oder halt alleine. Dass das alles nicht so einfach ist, ist mal klar, weil solche Filme werden nicht gemocht in der Seite, hassen, in der Seite wird es gemocht, Lover, aber man hat ja nicht so viel Zeit, sich den Typen da anzuschauen, der da spricht. So, und deswegen muss man das auch hin und wieder minimieren. Momentan ist auch Star Wars so dermaßen in der Mangel durch neu. Man sieht also, einige können nicht loslassen, ja? Ist wie so eine Nabelschnur. Hallo, lösen, von zu Hause weg. Eigene Wohnung, versteht, was ich meine? Es ist halt so. So, und wenn man jetzt in eine neue Welt eintaucht, mir ist es vollkommen egal, welcher Schauspieler das macht. Mir geht es darum, wie es ausschaut. Morgen! Mir ist es auch egal, ob welcher Schauspieler was spielt. Mark ist halt, und wie sie alle geheißen haben, McGregor und so weiter. Einige haben den Darth Maul, ich sehe gerade, kommt nicht ganz rüber. So, einige haben das schon, das gute Stück, alles in 3D. Oder hier, wenn die anderen Sachen waren, ne? Es war eine Figur, es war eine Puppe. Ja? Dieser Mann hat nie gelebt, der Yoda, 900 Jahre. Oder Jar Jar Binks, ja. Jar Jar Binks war ein farbiger Schauspieler oder Statist, je nachdem, er war nicht so bekannt, er lief da rum in seiner Kluft und dann wurde daraus Jar Jar Binks. Ist viel Arbeit. Film ist viel Arbeit. Film machen, da komme ich ja nochmal her, Arbeit machen. Und nachher sich ja freuen, wenn andere sich darauf freuen. Gut, ich will jetzt kein Star werden oder wollte auch nie Star werden, deswegen bin ich jetzt erst, weil ich mein Alter habe, vor laufender Kamera, weil es viel Arbeit ist, auch viel kostet und in der Nude-Zeit, in der totalen Nude-Zeit, wo jeder selber irgendwie Videos macht, um Geld damit zu verdienen, die Nerds zum Beispiel, die extra dicke Brillen tragen, so tun, als ob sie Ahnung hätten und in Wirklichkeit einem Script-Entertainment angehören, einer Schule angehören, einer Schauspielschule angehören. Es wird so viel gelogen hier in dem Bereich des Online-Lebens. Hier wird nicht gelogen, hier ist Realität, hier kann man sich unterhalten, hier kann man diese Figuren anfassen, drüber philosophieren, guck mal, wie die aussieht. Gefällt mir überhaupt, oh, die gefällt mir, guck mal, wie die aussieht, das macht Spaß. Dies möchte ich dann halt mit dieser Sendung, ist eine Versuchssendung, die ziehe ich aber gnadenlos durch, auch wenn ich alleine hier bleiben muss, um mit Leuten real sprechen zu können. Und wie gesagt, die Arbeit der Sendung schon alleine macht mir viel Spaß. Ich finde diese Star Wars Story klasse, die auch mit Vollprofis gemacht wird. Da sind zig Kameraleute. Ach herrlich, sie tun halt so, sie müssen Schauspieler. Hier seid ihr live, hier dürft ihr sein, wie ihr seid. Einige werden halt getrimmt, dass sie dann doch ein bisschen besser rüberkommen. Das ist eben so, gehört halt zum Handwerk. So, wir sind hier bei Star Wars Original. Seite, die ich halt übersetzt habe, jetzt ins Deutsche. Einige, deswegen habe ich es nochmal hochgehalten, es geht darum, einige manifestierten sich mit diesen Schauspielern, die müssten sein. Nein, muss nicht sein. Ich meine, John Wayne hat auch nicht nur Western gedreht damals, sondern John Wayne hat so alles Mögliche gedreht. Die hier drehen ja auch alles Mögliche. Und so wertvoll, wie wir Star Wars meinen, so wertvoll ist es in der Realität nicht. Punkt. Aber egal, wir bleiben in der Illusion. Illusion Star Wars.
Und in dieser Illusion sind wir am 10.04. live verbunden. Also die, die möchten. Meiner einer packt mir das, also ich packe mir das auf einer großen Leinwand und schaue mir das an und arbeite derweil noch ein bisschen. Und dank der modernsten Elektronik. So. Ich bin außen vor, ich bin euer AWR Solo und Captain Rex. Punkt. Für die, die 30, 40, 55 plus und diese ganze Technik gar nicht haben, aber Lust haben, da einzutauchen, Lust haben, sich darüber zu unterhalten, Lust haben, wie gesagt, ey, zeig mal. Okay, und die sind eingeladen, die habe ich gern um mich, mit denen mache ich es gerne. Also ich bedanke mich nochmal bei Klaus, alte TKR, bei Phil Dyrys, bei Thorsten Fink, Marco Quater und Yayushi Nakanishi. So. Sehr gerne habe ich auch mit Marcel Alexander Mölln in Hamburg gesprochen, weil wir können uns ja alle nicht so treffen. So. Und natürlich, wen habe ich da noch? Da habe ich noch jemanden, darf ich nicht vergessen, den Thomas Meyer. Der Thomas Meyer, okay, dem habe ich dann den Mogus verkauft, weil ich, er wollte ihn unbedingt haben und er ist Fan und wenn Fan, okay, kriegt er. Mogus ist halt weg, kann ich nicht kaufen, weil Mogus im Preis explodiert ist. Egal, ich weiß, ich gebe hin und wieder zu günstig ab hier. Ich habe auch zwei sowas hier geschenkt. Warum auch nicht? Die waren hier, haben mitgemacht. Und wer hier ist und mitmacht, kriegt sicherlich was mit. Umsonst muss er es nicht machen. Auch wenn wir gute Freunde sind. So, wie gesagt, die Star Wars Story Startseite. Gehen wir mal rein. Die Star Wars Startseite. Jetzt muss ich wieder unterbrechen. Ich kriege wieder Besuch. Sieht halt so aus. Und ihr geht da mal rein und schaut es euch an. Keiner braucht Videos mehr, keiner braucht dieses mehr, keiner braucht das mehr. Wenn ihr Spaß daran habt, schaut ihr hier zu und ich versuche das Bestmögliche daraus zu holen, damit ihr auch Spaß habt zuzuschauen. Wie gesagt, Han Solo ist halt eine Abhandlung neu, John Wayne der Neuzeit. Ja? Es ist ein Western. Ich fand es so stark, wie ich das gesehen habe mit The Ugly and the Best. Musik untermalt, hatte ich euch im letzten Clip direkt vorne an gezeigt. Mir gefällt es, wie gesagt, die gesamten Clips zeigen ja auch eine Menge. Wenn wir ehrlich sind, ist es ein Fantasieprodukt von Dramaturgisten, die da sich irgendwas vorgestellt haben. Also wir müssen ja wirklich unterscheiden, hier Hollywood, ja, dann New Earth, Rebels, Renaissance, man muss schon ein bisschen unterscheiden. Es passt zwar alles zusammen, das ist das Universum, im Universum passiert eine Menge. So ist das nun mal, im Outer Rim oder keine Ahnung, wo man da rumwuselt, ja, in Jakku, ja, ich bin ein Niemand und so weiter, ja, Jakku ist schon ein Niemand und so. Das sind alles so Dialoge, Monologe, Prologe, die dann irgendwie sich manifestieren und einige halt in dem Cosplay-Bereich agieren. So, ich könnte jetzt hergehen und eine tolle Sendung machen über Cosplay, drüber philosophieren und so weiter und so fort, aber wie gesagt, das gibt's doch alles schon bei YouTube. So, und deswegen denke ich mir was komplett Neues aus, was irgendwie anders ist, was aus allen Komponenten ist. Wenn man seit 1995 schon mit dieser Thematik gearbeitet hat und davor erst recht beruflich, da waren es halt nur drei Fernsehprogramme. Ab 80er Jahre waren es richtig viele Fernsehprogramme, private Fernsehprogramme. Aber jetzt, im Jahre 2018, ab Mai 2018, verändert sich alles durch die EU. Das wird ja immer schlimmer. Ja, wenn man dann, brauche ich euch nicht zeigen, könnt ihr aber Herrn Lindner anschaut, Herrn Söder anschaut, die aus das Leder, Laserschwert schwingen und so weiter und so fort. Also, Star Wars ist an sich von 0 bis 00, also von gerade frisch geboren mit einem Laserschwert in der Hand bis zum Sterben, keine Ahnung, 90, 100 mit einem Laserschwert. Oder, ihr versteht, was ich meine. Es ist nicht so einfach, über Star Wars zu philosophieren. Es ist nicht so einfach, euch so eine Sendung hier bieten, nicht preisen. Ich biete euch eine Sendung an, wo ihr selber mitmachen könnt. Ich biete euch eine Sendung an, wo wir auf den Seiten uns das Ganze anschauen können. Das habt ihr sicherlich doch auch schon alles gesehen. Jeder in der heutigen Zeit hat die Technik und Bilder. Also ist schon ein Wettbewerbskampf, man muss also schneller sein, man muss also auch schneller was finden. Wie gesagt,
es sieht klasse aus, es sieht wirklich toll gemacht aus, wie ein Western der neuen Zeit, also ein Space-Western. Warum denn nicht? John Wayne damals mit den Pferden, die Pferde sind out, jetzt haben wir halt die Maschinen, ja, Roboter, Droiden und wie sie alle hier, ne? Okay, der ist jetzt hier nicht dabei, der ist, ne? Dann haben wir neue Schiffe, dasselbe Schiff nochmal ganz neu, ganz frisch, wie es sich verändert. Man sieht, wer es vielleicht ändert, ob es Chewie ist, der es macht, oder Han selber, oder beide zusammen. Ich meine, man könnte jetzt eine Wahnsinnsgeschichte um Han Solo machen. Also da ist so viel Potenzial drin in Han Solo. Das ist irre, wirklich. Ja. Jeder kann jetzt eintauchen, jeder kann der Haare auf dem Kopf hat, also deswegen bin ich Captain Rex, weil warum soll ich eine Perücke mir besorgen und hier einen auf Han Solo machen? Ich meine, das, was Han Solo jetzt anhat, gefällt mir. Also so wie Han Solo jetzt rumläuft, ja, mit seinem Jacket und mit diesem aufgeschlagenen Westernhemd von früher. Und Carissian genauso. Ich meine, er sieht charismatisch aus. Ich will hoffen, dass die Kamera ihn irgendwie rüberbringt. Ja. Carissian sieht auch charismatisch aus und mit seinen Sachen darüber, also Schal, dieses drapierte Westernhemd, also seitlich rübergeschlagen. Ich muss wirklich mal im Fundus gucken, ich habe also sowas noch, weil wir ja vieles gemacht haben, muss man gucken. Ich denke mir vielleicht auch so selber eine Figur aus, die es gar nicht gibt oder so Anlehnen gibt. So. Okay, dann springe ich gerade wieder in Old Republic, da laufen ja auch so Outlaw rum. Ich meine, 1333 hätte mir auch gefallen, wenn sie das irgendwie gemacht hätten. Ja, seht ihr, ich habe recht. Ja, wenn ein Auto hupt, habe ich recht. So, wie gesagt, viele verunglimpfen das Ganze. Also Star Wars ist, wie gesagt, alles. Alles ist Star Wars und alles ist nichts. Ja, aus Coca-Dosen, Coca-Bechern nachgebaut. Oder hier Raw for Change, ja? Wo Chewbacca da ein bisschen vor Hundepiepel wird, dass er über, ne, so über, ne? Also dass er da in der Übergröße ist und, ja, und so weiter. Aber Chewbacca ist halt momentan der Held auch bei The Star Wars Show, wie er mit den Lego-Steinen spielt und so weiter und so fort. Also momentan ist halt Chewie dran. Ich meine, ich finde es toll, die ganzen Schauspieler, ja, Tobias Beckett, Kira, Han Solo, Lando Calrissian, Bale, Dryden Voss, die Darsteller kennt ihr, die müssen nicht immer dieselben sein. Ich meine, sind charismatisch. Man hat die ja schon in anderen Filmen gesehen, ja, auch in anderen Sci-Fi-Filmen gesehen. Also, die Schauspieler sollen ja nur eine Figur darstellen, sondern nur eine Figur verkörpern. Und es ist okay, wenn Kara geändert wird, sagen wir eine andere Rolle, ist okay. Ja? Ich meine, man sollte nicht so viele tragende Rollen auf die Frauen setzen, aber das ist jetzt Geschmackssache. So, wenn man dann weitergeht, dann kommt man natürlich wieder zu Chewie. Mal gucken. So. Wie gesagt, das sind so, wie die Tresen früher waren, an den Tresen stehen da, den Colt und, ach herrlich, es ist ein Western und macht Spaß. Mal gucken, was sie uns da so zeigen. Wie gesagt, man kann da eintauchen und sich alles anschauen, ja. Ich meine, ich, zum ersten Mal habe ich das Bedürfnis, den Zug haben zu wollen. Mal gucken, ob ich ihn groß kriege. Ja, ich hätte schon Lust, diesen Zug zu haben. Ob es ja mal gebaut wird, weiß ich nicht. Als Modell, wo gemerkt, der dann im Schaufenster rumdüst. Also mir gefällt der. Ja? Wenn wir Glück haben, kriegen wir mal so einen Zug. Weiß ich nicht, ob der gebaut wird, ob der angeboten wird. Und auch fahrtüchtig, das wäre was. Keine Ahnung, Märklin oder wie die da heißen. Da mal die Lizenzrechte bekommen und diesen Zug nachbauen auf dieser Schiene. Ja, also ich wäre dann bereit, den sofort zu kaufen und auch hier im Schaufenster irgendwie fahren zu lassen und irgendwie zu bauen. Ich habe sowieso Interesse jetzt, deswegen sage ich, alle fragen mich, nach 41 Jahren hast du so viel Lust, das zu machen. Ja, habe ich. Ich habe so viel Lust, es zu machen. Ich will es auch machen. Auch bauen, herstellen, zeigen, sich darüber unterhalten, vor allen Dingen real unterhalten, mit den Leuten real zu unterhalten, die real kennenzulernen, Hand anzulegen, die Sachen zu produzieren. Hätte ich schon Lust drauf. So, was haben wir denn da Schönes? Ist klar. Über den Falken brauchen wir nicht reden. Ich hoffe, die Kamera fängt sie ein. Da ist der Falke. Da ist er wieder.
Und dann gehen sie irgendwo rein, keine Ahnung, ich weiß es ja noch nicht, ich bin ja auch der neue Roboter L3. Ja, ich weiß ihn jetzt nicht, wer ihn verkörpert hat. Ich habe jetzt, muss ich mal gucken, Making of, wer da drin steckt. Einige Schauspieler freuen sich ja, dass sie den dann irgendwie mimen dürfen. Ich meine, die gesamte Szene haben wir ja auch gesehen, wie Ron da rein und gezeigt, ja, wie alles ausgesehen, alles hier in grün. Ein bisschen dekorativ und in diesem Grün haben wir jetzt das hier gut eingearbeitet. Ich meine, diese Dunkelheit hier, ja, diese Dramaturgie, die Tiefenschärfe. Ich freue mich wirklich, ihn in 3D zu sehen. Ich bin nur 3D-Fan, da bleibe ich auch bei. Ich freue mich auch, wenn ich ihn zu Hause habe, wenn ich Glück habe in 6 Monaten oder so, dass ich den dann in 3D sehen kann. Also jetzt am spätestens 27. Frühestens am 24. werde ich ihn auch direkt bei Amazon vorbestellen und dann hoffe ich, dass ich den auch schnellstens bekomme. Ja, auch ein Steelbook, klar, und hoffe, dass da in der Steelbook eine Menge drin ist, auch 2D, 3D und Bonusmaterial. Obwohl, ich brauche das kaum, ich bin ja immer dabei, ich schaue mir den mal an. Ich meine, sie hat eine erfrischende Ausstrahlung, ja, ist klar, ich will aber animiert hinzuschauen. Und ob die Freunde werden oder nicht, das wird man merken. Wie gesagt, der Falke, dieser Falke, dieser neue Falke, oder hier diese Freundschaft zwischen Chewbacca und Han Solo, die da entsteht. Ich finde es so stark, wie er erstmal Kira da sitzt und gar keine Ahnung hat, was soll ich denn da auch machen? Und er dann sagt, ne? Dann wie? Du kannst damit umgehen, wie alt ist denn du? 190 Jahre. Ich meine, solche Dialoge sind ja schon nicht schlecht, ne? Also er kommt ja wie gesagt wie so ein Outlaw rüber, ich meine, er versucht da auch die Mimik, ne? Er spricht da, hier an der Seite ist er sein Kumpel sozusagen und hier sind die anderen, die mitarbeiten, sind ja immer dieselben Schauspieler, wie gesagt, eingesperrt, ein Outlaw muss eingesperrt sein, das ist auch stark, wie sie versuchen da aus dieser Bedrulle herauszukommen, ja, ich finde es stark, wie die Sachen aufgebaut haben. Das war wirklich jetzt, meine lieben Freunde, die 3D haben, richtiges 3D haben oder dieses sehr gute IMAX 3D haben und ihr ja auch, wie gesagt, zu Hause habt, wohlgemerkt zu Hause, für euch alleine und ihr taucht dann ein und schaut euch hier wirklich alles an und ihr seht, welche Mühe die sich gegeben haben am Set, damit das ordentlich aussieht, wo die Kamera dran vorbeifliegt, ob das nun mal funktioniert oder nicht, das ist dahergesagt. Ich meine, Harrison Ford hat sich tierisch aufgeregt, dass diese Knöpfe vorne nie funktionierten. Ja? Man hatte damals kein Geld über für diese sogenannten Rückholfedern. Ja, er musste immer den Klick wieder zurückmachen. Und zwar, ich meine, Harrison Ford hat damals gesagt, ich kann so nicht arbeiten, weil er gar nicht wusste, was los ist. Ja? Er saß da in so einem grünen Raum, in so Pappmaché und alles so. Und Pneumatik kam er nicht klar mit, hat er auch zugegeben. Aber hat er hingekriegt. Er hat es hingekriegt. Na, Harrison Ford hat es ja mal vor Studenten erzählt, wie hart die Arbeit am Set war. So, hier diese Szene, wie gesagt, der Gürtel, auch für die Cosplayer darauf achten, dass das Leder auch dementsprechend aussieht, dass es wirklich nach was aussieht. Gewisse Sachen sollte man schon opfern, ab 49, 95 aufwärts hier, nicht so ein Billigteil oder sich selber machen lassen. Gibt es in England einige Läden, wo man kaufen kann. Ist klar, wir wissen, wo gedreht wurde, wir wissen, welche Kulissen dann noch dazugestellt wurden. Wir haben bombiges Wetter gehabt, hat also hingehauen. Ja. Wie gesagt, Kira mit dem L3, Robert Altruiden, gerade frisch aus dem nagelneuen Falken. Ja, schön dramaturgisch mit dem Windapparat da gemacht. Ich meine, es ist ein Western, so richtig so. Kein Kitschwester, vor allen Dingen kein Kitschwester. Ich meine, auch Carissa hier, das Hemd gefällt mir. Das Ding ist, ich schaue mal, ob ich nicht sowas mal kriegen kann. Das gefällt mir wiederum. Ich bin mehr für Straßenware. Also ich würde gern Star Wars Straßentaub. Nicht tragen. Ja, und nicht filmtauglich. Filmtauglich haben wir genug. Aber straßenmäßig. Bin gerade weitergekommen. Sie hat auch eine wunderbare Ausstrahlung. Ja? Und ich meine, alles, was sie tragen. Wenn man das im Original sieht, jeder weiß Bescheid.
da muss ich einfach mal rückspringen in Teil 1, also 4. Wie ich die Stormtrooper gesehen habe, habe ich mich bis heute gefragt, was soll dieses Plastik? Ja, aber egal, jetzt ist man ja mittlerweile dabei, das Plastik ziemlich gut zu machen. Er war mal Lieutenant oder so, die beiden kennen sich noch aus den Kriegszeiten dort. Sieht also verdammt gut aus, verdammt gut gemacht. Diese Kluft hätte ich ja gefragt, die hätte ich gern, ja, des Troopers, ja, des Moog Troopers. Und da sagt ihr mir ja, das ist aus allem, richtig. Wenn ich mir das alles angucke, aus einem Sturmtruppler, also ein Sturmtruppler ist da nicht dabei. Das sind alles die anderen Sachen. Auch finde ich stark auch ihn jetzt hier. Das wäre auch schon einer aus Rogue One ungefähr, der Roboter, ungefähr. Also man muss es vorher sehen. Also ich meine, die beiden hier arbeiten, wie gesagt, kämpfen gerade und haben hier ihre Uniform an. Ich hoffe, konntet ihr gerade gut sehen. Ich meine, das finde ich schon stark High-Five, ne? Also ich finde das schon klasse gemacht. Wie diese. Aber schaut mal genau hin, ja. Ich meine, es sieht auch wie gesagt funkelnagelneu neu aus, ist richtig. Aber wenn ihr in 3D eintaucht und das dann seht, und die schon mal im IMAX waren, richtig im IMAX waren und richtig da drin waren und alles so um sich herum, haben ja auch hin und wieder genau gesehen, dass das wirklich Plastik war. Ich meine, in dem Moment muss man ausschalten und die Realität nicht berücksichtigen, sondern einfach nur eintauchen. Das, so mache ich das. Also wenn ich ins Kino gehe, tauche ich ein, dann interessiert mich gar nichts so. Wenn ich dann raus bin, lasse ich das Ganze auf mich wirken, ist okay. Und wenn der Film dann zu Hause ist, wenn er endlich zu kaufen ist, dann nehme ich den auseinander. Ja, und dann wird geguckt. So, wie gesagt, auch hier die Szenen, will ich auf dem Zug arbeiten. Ja, auch klasse gemacht. Dann die Windstürme, die dabei kommen im 3D, ist immer ja dann mitten in diesem Sturm. Also ich habe jetzt sehr vieles erlebt, wo mir wirklich alles entgegengeflogen kam, was sonst nicht der Fall war. Ja, die Szene ist klar, wo er dann den Falken gewinnt, wird uns gezeigt, wie er gewinnt. Ja. Grüße, morgen! Eine Sendung zu machen, die euch gefällt, das ist die Herausforderung, die ich mir stelle. Das wird nicht einfach, überhaupt nicht einfach. Ne? Eine Sendung machen, die euch gefällt, wo ihr Spaß habt oder Spaß haben wollt und wo ihr auch mitmachen wollt, das wird nicht so einfach sein. Das wird auch nicht so einfach klappen, aber es wird versucht. Einmal für die Haters, dann für die, oh, komm her, dann für die Lovers, ne? Und das Ganze in dem sogenannten Fanservice-Modus. So, da sind wir noch mal eben kurz unterbrochen worden bei Lando Calrissian. Ich meine, die Figuren sind stark. Ja. Es ist Space. Ja. Oder hier im Falken selbst. Die Aufnahme kennen wir ja seit 41 Jahren, kennen wir jetzt den Falken. Es ist alles neu, wie gesagt. Und ich freue mich schon, wie gesagt, noch einmal auf 3D da reinzutauchen, mit der genauesten anzugucken. Ja. Also in die Tiefe gehen, sich das plastisch anzuschauen, wie die da stehen, das macht mir so viel Spaß. Ich meine auch die Holographie hier an dem Tisch, wo die beiden dann zum ersten Mal spielen und ja, Chewbacca halt verliert, weil er nun mal, ne? Und Chewbacca, man, und deswegen kann er auch später sagen, man sollte niemals ihn nicht gewinnen lassen, ja, zum Beispiel. Okay, das ist ziemlich plastisch, einfach. Hier wird gefragt, du pokerst du auch, ne? In dem Moment scheffelt er auch wie so ein Weltmeister. Lando. Wie gesagt, diese Ausstrahlung ist ja gegeben. Ja. Sie hat schon was. Vielleicht hätte man auch eine andere nehmen können. Er hat auch eine Ausstrahlung. Ja. Den Bösewicht darstellt. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht darauf ein, welche Schauspieler das sind, weil für mich sind sie Neutronen. Neutron. Sie sind für mich halt Figuren. Diese Figur wird jetzt dargestellt, fertig, aus. Wenn demnächst eine neue Figur, also ein neuer Schauspieler, dieselbe Figur, dann ist okay. Aber wenn er die auch gut rüberbringt, ist das in Ordnung. Wie gesagt, da hätte ich gern gewusst, wer drinsteckt, welcher Schauspieler drinsteckt, wer ihn verkörpert hat, den L3. Ja, wir können uns jetzt über das Ganze unterhalten, über den Falken. Falke hat jetzt wieder den runden, nicht den viereckigen. Also man macht ja eine Menge mit dem Falken. Ja? Das machen wir auch extra, damit jeder sich jede Version kauft. In einer Art sollte er nur kaufen. Meiner einer nimmt er nur auseinander, meiner einer hat nur Spaß.
So. Wie gesagt, so sieht er halt aus. Funkelnagelneu. Und dann wird er halt umgehaut. Wie er umgebaut wurde, wissen wir. Also, ist schon eine tolle Sache. Also, ich weiß, die Übersetzung ist durch Google leider schlecht. Die Videos sagen aber eine Menge aus. Es ist, es bleibt ein amerikanisches Produkt. So, ich bereue es ja schon, dass ich meinen Helm abgegeben habe. Ja, ich mag die Sendung. Ich werde auch akzeptieren, wenn mal eine andere Moderatorin da ist. Diese Moderatorin ist vollkommen in Ordnung. Die Sendung hat ja auch viele Sachen schon gemacht. Auch sie hier bei Battle hat mir unheimlich gefallen. Ich habe mir das, wie gesagt, auch auf großer Leinwand angeschaut. Sie hatte Wirkung. Das Ganze hatte Wirkung. Auch Battlefront selbst als Film. Okay, ist kein richtiger Film, aber ja. Es macht halt Spaß, diese Sendung zu schauen. Es macht Spaß, in die Hintergründe zu kommen und die auch kennenzulernen. Ja? Also, ja? Es macht Spaß. Also sie könnte ruhig auch im Realfilm mitmachen, bin ich der Meinung. Ja, passt. Ja. Müsste jetzt nicht nur als Animation erscheinen. Schaut euch die Clips an. Ich bin nur traurig, dass dieser Schauspieler nicht so genannt wird, der den Chewie jetzt spielt. Chewbacca könnte man ruhig seinen Namen drunter schreiben. Ja. Jonas Suatoma alias Jonas Suatoma. Ich habe die Namen noch nicht gehört, deswegen weiß ich nicht, wie sie aussprechen soll. Ja, Sutano, Sutamo. Ne? Er ist nicht im Bild. Weil er so groß ist. Man braucht ihn ja schließlich über 2 Meter. Also mir gefällt die Show, mir gefällt die Sache. Und jetzt muss ich mir halt was einfallen lassen, damit hier die Sendung wird. Damit wir einen sogenannten Fanservice hinbekommen. Dass wir die, die es mögen, es auch wirklich mögen. Und dass die, die es hassen, es auch wirklich hassen. Also für jeden muss ich jetzt was machen, damit ihr Spaß habt, diese Sendung zu verfolgen. Ich bin leider kein Nerd, ich habe ein Alter und ich habe eine Menge und diese Menge steht zur Verfügung. Ja? Und mehr nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so eine tolle Dame neben mir. Ich muss mal gucken, wen ich alles bekomme. Wie gesagt, die neuen Sachen werden Destiny, die Destiny Shorts Clips sind ja auch nie übersetzt worden. Die Destiny Short Einheiten habe ich aber auch hier oder werde ich hier haben. Ich werde hier so eine Art Rubrik bauen. Ja, Rubrik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und unendlich. Und so als Kleiner muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Da ein paar Figuren, nicht alle. Ne? Und dann so ein bisschen filmmäßig hier dekorieren. Für mich ist es reine Dekoration. Und wie gesagt, Videofilmclips, mit denen ich mich identifiziere. Und möchte halt mit euch darüber sprechen und schauen, ob euch das auch gefällt. Und ich freue mich wirklich, wenn Leute vorbeikommen und diese Sendung beleben. Ja? Wir wollen uns über Filme unterhalten, über die Schauspieler unterhalten, ob die richtig gut rübergekommen sind, ob die uns wirklich überzeugt haben. Also wie gesagt, mir gefallen die Videoclips momentan über Chewbacca, ja? Die Legosteine, wie gesagt, und wie er angeblich so ein Snobist ist, so ein Snobby, ja, das alles sich um Chewie drehen muss. Also, ich meine, die lassen sich eine Menge einfallen. Ja, also ich muss ja auch als Zuschauer eintauchen, bin ja schließlich nicht dabei, bin genauso ein Konsument wie ihr jetzt. Und ich weiß ja auch nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß auch gar nicht, ich muss mich auch immer da rein tippern. Ja, zeig mehr, muss ich rein, um mir mehr anzuschauen. Und ich kann mich natürlich auch vorbereiten. Im Moment habe ich mich nicht vorbereitet. Ich bin jetzt einfach so eingestiegen, habt ihr auch gesehen, ich werde auch zwischendurch werde ich auch unterbrochen. Ich habe also keinen durchgehenden Redefluss und muss mich auch orientieren dessen, was ich sehe. Ich freue mich halt auf den 10. die Live-Schaltung. Kann man ja nochmal hingehen, neu im Blog. Die Live-Schaltung, die da kommt. Ja, muss mal gucken. Ich muss auch den heißen Punkt hier finden, Hotpoint. Ja. Also ich bin jetzt kein Freund hier davon. Ja. Die Schicksalsstaffel da, ne? Mit den E-Books, dann hier die Sache exklusiv, neue Buchreihe, es kommt eine neue Buchreihe, ich meine, da hier auch Star Wars mäßig, Muttertaggeschenk,
für die Mutter, die Star Wars mag, ein wunderbares Muttertagsgeschenk für uns Väter. Müssen wir mal gucken, wie wir das, was wir hinkriegen, soll Regen geben. Schauen wir mal. Also wie gesagt, taucht ein, schaut es euch an. Wie gesagt, übersetzt es euch. Wir können darüber sprechen, ob es euch gefallen hat. Also mir hat alles gefallen, wirklich. Nehmen wir auch hier die Arbeit. Wie gesagt, die Schauspieler, ihre Ausstrahlungen. Ist alles in Ordnung. Ja. Okay, vor allen Dingen The Star Wars Show. The Star Wars Show. Ich werde natürlich einen größeren Monitor anschließen für diese besagte Sendung, wo ich dann eingehen werde. Wie gesagt, ein Nerd zwischen 30, 40 und 55 plus, das wird hart. Das wird hart. Das nach 41 Jahren. Oh, oh, oh. Aber egal. Ja, die Lütten da zwischen 14 und 24, die hauen da rein und werden gesponsert da und verkaufen einem und haben zigtausend Klicks, die da auch gekauft wurden. Leute, ich komme aus dem Job, ich weiß, was los ist. Ich könnte diesen Videoclip jetzt auch anheizen lassen und mache ich nicht. Zwei, drei reichen mir. Und bei 10 und so freue ich mich. Ab 20 sage ich, jup, alles klar. Bei 75, ui, haben doch viele gesehen. Okay. So, wie gesagt, so eine lustige Show machen mit lustigen Leuten, da habe ich schon Lust drauf. Ich habe wirklich Lust drauf, eine tolle Show zu machen. Dafür suche ich noch Leute. Ich suche Leute, die Lust haben. Die Facebook-Gemeinde. So, ich zeige euch mal eben kurz die Facebook-Gemeinde. Alles freigeschaltet schon. Star Wars Community. Gibt zum Beispiel jetzt auch 4 Beiträge, worauf die gezielt, weiß nicht. Also Größe ist nicht alles. Die kleinere Truppe, wir sind dafür größer im Geist. So, der Spruch ist angekommen, man mag ihn. Und wie gesagt, ich habe auch schon ein paar Sachen reingeschrieben. Wurde auch drauf eingegangen, auf jeden Fall. Jeder hat eine Chance verdient. Ich war am Anfang auch sehr skeptisch, vor allem, weil es 2 Schauspieler gibt, die von dem Aussehen und Mimik weit über dem jetzigen Ehrenreich liegen. Ich spule mal zurück zu Daniel Craig, der in Casino. Ja, Daniel Craig, also er hat sich ausgelassen, das finde ich super toll, von Yasushi Nakanishi. Er hat also, wie gesagt, runtergeschrieben, das finde ich toll, deswegen ist diese Gruppe gegründet worden. Ihr könnt halt eure Kommentare geben. Auch hier bei YouTube. Wie gesagt, hier wurde die Frage gestellt, wer sind die überhaupt? Ja, man kennt ja nicht alle. Also ich habe zwar intensiv den Film gesehen, aber auf die habe ich nicht geachtet. Ja, genau. Das wird alles in Deutschland nicht geliefert. Die Figuren werden nicht geliefert. Der Flieger wird nicht geliefert. Amerikanisches Produkt. Schade. Und die es bekommen, freuen sich. Sieht man ja. Ne? Wie gesagt, die Plakate sind sehr gut geworden. Ich kämpfe also für das neue Star Wars, deswegen mache ich die. Ich kämpfe wirklich für das neue Star Wars, ich möchte das neue Star Wars haben. Ich möchte euch gewinnen für das neue Star Wars und mit euch dann auch real. Ja? Und ich freue mich tierisch, wenn ihr irgendwelche Sachen zeigt. Und hier werden viele Sachen gezeigt, woran einige arbeiten und alles. Ja? Viele haben nicht so viel Zeit. Ich mache es beruflich, deswegen nehme ich mir die Zeit. Wie gesagt, ich habe auch gefragt, was aus der Tochter wird von Carrie Fisher, ob sie eine tragende Rolle bekommt oder so. Ja, also die für mich ist okay, wenn auch seine Stimme schon. Ja, also ist okay. Ich meine, den Videoclip, der mir am meisten gefallen hat, ist der TV-Clip 14, wo ja wirklich dieses Ugly and the West, ja. Diese Sendung, also mit Clint Eastwood und dieser gewisse Western, dieses, ach herrlich, Wahnsinn. Man taucht dann ein. Ja, wie gesagt, am 14. feiern wir erstmal ein bisschen Geburtstag hier. George Lucas, Dankeschön, dass du das entwickelt hast, dass du dran geglaubt hast. Und dieser Mai, deswegen mache ich auch so viele Videoclips jetzt hier im Mai, weil so vieles geschehen ist. Figuren neu, die Handlung neu. Die Thematik neu, Star Wars 8 ist rausgekommen, jetzt am 10. wie gesagt, Live-Schaltung zu Han Solo live, dann kommt die Schaltung zu Cannes am 15. zwischendurch hat, wie gesagt, George Geburtstag. Die Sendung wollen wir vorbereiten, wie gesagt, das sind 2 gute Moderatoren, die auch gut, wirklich gut rüberkommen.
dann viele, die ihre Exponate zeigen, dieses gute Stück von Sideshow kostet richtig Geld. Hat auch einer drüber geschrieben. Da brauchst du viele Bugs, viele Kredite. Dann hat auch einer hier so eine Dose gebaut mit der Musik. Muss man dann, wie gesagt, auch kaufen, wenn man sie haben will. Ja. Den Ton. Das ist die Musik, die einfach dahin gehört. So, wie gesagt, bedanke mich bei der gesamten Community. Heute werde ich die Community auch mal kurz vorstellen. Ich bedanke mich wirklich bei der gesamten Community, bei jedem Einzelnen bedanke ich mich, dass er dabei ist, dass er sich sehen lässt, mit ihm unterhalten kann. Dairis sehr gerne unterhalten, mit Marcel sehr gerne unterhalten, mit Klaus sehr gerne, mit dem Stefan. Klaus W. ist ein Künstler, auch Thomas Meiner, Rupert ist ein Künstler, sehr, sehr gerne mit Marco. Alexander macht da so Sachen rein. Kevin ist an sich ein Trekkie, mag aber auch Star Wars. Thorsten ist aus dem Sauerland, der hat mir ein gutes verkauft, damit ich die Sendung starten konnte. Das finde ich toll. Dann Martin ist auch ein Schauspieler, kommt aus dem Hause Sylvanoth, ist jetzt Feuerwehrmann, ist jetzt Busfahrer. Stefan gehörte zur Dortmunder Gilde. Dortmunder Cosmo-Gilde hat jetzt eine eigene. Ja, und die anderen, mit denen habe ich noch nicht so gesprochen, die sind aber da, sind aber alle da. Ja, jeder kann mit jedem sich unterhalten. Ihr seid alle total recht herzlich willkommen. Also Star Wars Community Wohnzimmer Show. Und jetzt bin ich weg. Ich weiß nicht, ob ich heute Ware bekomme. Sollte ich Ware bekommen, dann seht ihr mich. Ansonsten bin ich jetzt wirklich weg. Dann kommt der Nachspann und dann war es das für heute. So, und ob am 10. was gemacht wird, weiß ich nicht. Schaue ich mir an, ich habe ja ein bisschen vorbereitet. Ihr taucht da ein bei Star Wars und dann schaut ihr euch das an, diese Live-Übertragung. Ich glaube, um 17 Uhr beginnt das. Ist auch egal, gibt ja demnächst den Stream, dann kann man da rein gucken. Ist ja eh nur sehen, zuhören, mehr ist da ja nicht, man zeigt ja nichts. Dann irgendwann Lücker Berlin, das ist in Berlin die große Sache ist. Hier passiert leider nichts mehr, die Lichtburg hat nichts angekündigt. Auf dem roten Teppich, da passiert nichts, das war alles mal. Ja, das war's. Ich meine, es ist nicht mehr, die Luft ist auf eine Art raus. Hier passiert nicht mehr allzu viel. Unsere Kinos machen nichts mehr, das macht nichts mehr. Hier spielt sich an sich alles ab. Hier spielt sich alles ab. Und dann schauen wir mal, wie wir die Sache hinbekommen. Ne? Also, mir gefällt's, ist okay. Ihr seid Star Wars, ihr seid die Community und das ist nur für euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. So, es sollen heute Sachen eintreffen, deswegen werde ich sicherlich dieses Video etwas länger wieder machen. Werde jetzt ab sofort mit Monitoren arbeiten. Muss mal gucken, ob ich das hier rüberkriege. In 3D gucken. Also werde mit Monitoren arbeiten und darauf verweisen. Also dieses Gute habe ich mir bestellt. Das ist ein T-Shirt, sieht aber optisch gut aus. Ist auch ein guter Stoff. Aber leider unterwegs kann jedoch verspätet eintreffen. Kann sein, dass ich es erst Montag erhalte. Ich finde es toll. Ich bin Prime-Kunde, Business-Prime-Kunde, zahle horrendes Geld bei Amazon, um an die Ware zu kommen, die ich gerne hätte. Gut, ich bereite, wie gesagt, eine Sendung vor und weil ich diese Sendung vorbereite, besorge ich mir Sachen, damit es auf irgendeine Art auch lustig wird für euch. So, ich will natürlich jetzt hier diesen Darth Vader als T-Shirt anziehen oder auch eine Puppe, muss ich schauen. Habe natürlich auch den Originalhelm jetzt bekommen. Dieser Replika-Helm von Darth Vader, diesen elektronischen neuen, den wollte ich dann auch aufsetzen und daraus, wie gesagt, eine Sendung machen. Mal schauen, ich denke mir eine Menge aus, ich möchte eine Menge ausdenken, ich weiß es nicht, 30, 40, 55 plus, die zu begeistern, das klappt nicht. Die 14 bis 20-Jährigen zu begeistern, ist klar, die begeistern sich aber selber. Machen das ja auch jeden Tag. Also wie gesagt, ich werde mit Monitoren arbeiten, ich werde dann über die Sachen sprechen. Und ich hoffe, dass das kommt, ja, und schauen wir mal, ist bestellt worden,
Und ihr seid auch, wie gesagt, real gerne hier gesehen. Ihr dürft auch real eure Sachen zeigen. Und wir können auch gerne über die Ware sprechen, in die Hand nehmen und sagen, jo, hätte ich auch gern. Kannst du mir bestellen? Oder ich sage, dann bestell dir doch dort selbst und wird dir das geliefert. Also hier muss nicht gekauft werden. Hier muss nicht verkauft werden. Hier wird auch keine Verkaufssendung gemacht. Das ist eine Begeisterungssendung. Die soll Begeisterung wieder schüren, wieder Lust haben, vorbeizukommen, Lust haben, wieder diese Analogie, diese Informationen und nicht sagen, ey, Spoiler nicht, ich mach dich weg. Ich meine, diese kalte Zeit nur mit Computern ist eure Sache. Wenn ihr in dieser kalten Zeit leben wollt, nur mit Computern, ohne dass man sich da unterhält, wie gesagt, das ist eure Sache, müsst ihr durch. Ich will es nicht, ich will wieder ein bisschen Analogie, ein bisschen digital und wie gesagt, Spaß haben. So, ja, so meine lieben Community-Freunde, hier bei Star Wars Community Wohnzimmer. Klickerweise. Habe ich auch gerade hier wieder was bekommen. Ich möchte nicht wissen, ich hoffe, dass es nicht verbeult ist. Manchmal wird das halt in so eine Telefontüte gepackt. Ja, so cool ist Amazon. Alles aber in Ordnung. Wow, mir gefällt. Nach 41 Jahren fange ich ja an, mit Püppchen zu spielen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dürfte keinem sagen. Ich weiß, jede Regierung würde den Vater da jetzt tierisch den Po versohlen. Aber ist doch in Ordnung. Na? D2 ist auch in Ordnung. R2-D2, ja, schön groß, proportionsmäßig passend zur Figur. Ja, Leia, also noch einmal, Leia Organa, Leia Star Wars, na, Leia Skywalker, Leia Organa und Leia Solo. An sich dürfte sie ein Leia Solo heißen, nicht Organa. Aber naja, es hat so, freut mich. Es freut mich, dass sie auch da ist. Kriegt auch einen wunderschönen Stellplatz. Ja. Ne? Wie gesagt, es wird hier umgebaut für die Dekoration und für den Film, dass man die sieht. Deswegen brauchen wir die. Yushi hat auch gesagt, er bringt auch schöne Sachen mit. Und damit arbeiten wir dann. Ich bedanke mich bei Yushi und bei Marco. Ob Marco und ich morgen schon einen Clip machen werden, weiß ich nicht. Ist ja Vatertag. Soll schlechtes Wetter gehen. Da habe ich gesagt, komm, dann springen wir ins Studio und machen eine schöne Sendung. Weil dann auch die Live-Schaltung ist, da in Los Angeles. Dann können wir da arbeiten, habe ich euch ja gerade gezeigt. Also mehrere Variationen. Mit Monitor arbeiten. Da reingehen. Wie gesagt, über alles sprechen. Ich nehme dann auch einen größeren Monitor. Über die Figuren sprechen, ob sie euch gefallen oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Destiny gesehen habt. Ich meine, Destiny sieht ja dann, wie gesagt, gemalt aus. Ich habe es mir alles angesehen. Nichts verstanden, weil ich keine Zeit hatte, es zu übersetzen. Hin und wieder ist das amerikanische Kauderwelsch da oder diese schnellen Töne. Ich benutze das dann immer so beim Arbeiten, gucken. Ja, 24 Stunden Star Wars, 7 Tage die Woche, sowas hat es in meinem Leben noch nie gegeben. Es hat zwar immer 10, 12 Stunden Star Wars gegeben pro Tag, 30 Jahre lang, beruflich, aber ist ja wie jeder Beruf, man gewöhnt sich dran. Ne? So, und jetzt mache ich meinen Spaß, mache mal eine schöne Sendung, wo ihr auch Spaß haben könnt. Wie gesagt, 30, 40, 50 plus ist nicht so einfach, euch zu animieren, weil ihr guckt ja kaum. Ich habe auch gerade noch ein Fachgespräch gehabt mit jemandem. Der wollte mir Schwarze Auge, ne, gab es ja mal, so ein Brettspiel, das Schwarze Auge. Sag ich, es ist keiner da. Ja, sag ich, tut mir leid, was soll ich damit, bringt nichts. Sag ich, wenn ihr mir das Brettspiel von Star Wars bringt, okay, kaufe ich an, kann ich zwar auch nicht gebrauchen, aber kann ich dann wenigstens ins Schaufenster packen und sieht dann dementsprechend aus. So, alles was mit Star Wars ist, kann man umsetzen, damit kann man was machen, aber vorher ging das auf keinen Fall, sorry. War nicht möglich. So, wie gesagt, das war es dann auch schon. Ich glaube nicht, dass ich noch was bekomme, weil das war jetzt mit DHL gekommen, nicht über Amazon. Also es wurde mir mit DHL geschickt. Ob nochmal Amazon heute anrauscht hier, weiß ich nicht. Aber ich bin stolz drauf, die zu haben. Mir gefällt das. Keine Ahnung, wie die damals vorgestellt wurden, wollte ich die auch schon haben. Hat unheimlich lange gedauert, die überhaupt zu bekommen ist. Also an Ware zu bekommen mit Star Wars, also gute Ware.
die ich auch irgendwie benutzen kann, ist ziemlich schwierig zu bekommen. Ja. Und man sieht ja, man kann eine Menge damit machen. So. Ja. Aber wird nicht ausgepackt, ist dekorativ, steht jetzt ab sofort hier im Shop. So, da bin ich ja doch nochmal. Wie ihr seht, habe ich gerade was bekommen. Ich war gerade draußen bei dem schönen Wetter. Aber es kommt schon ein bisschen Wind auf. Es ist auch schon ein bisschen kühler. Schau, was da gekommen ist. Also wie gesagt, vorhin war die... Yeah. Ach, herrlich. In jedem Fall... Tada, jetzt ist auch sie da. Ne? Jetzt ist auch sie da, Meet BB8. Somit haben wir alle Größen da. Ne? Ray, Meet BB8. Wow, aus Destiny. Force of Destiny, yeah. Ach, herrlich. Ne? Habt ihr gesehen? War fast alle da. Jetzt brauche ich noch Chewie. Dann noch sie mit Rey zusammen. Kylo. Sie mit Kylo zusammen. Jo. Ich meine, ist schon in Ordnung. Nein, die haben sich Mühe gegeben, würde ich es nicht. Ja, aus den Figuren kann man immer noch was machen. Also ein guter, also wenn ich einen guten Pumpendoktor finde, würde der mir die Figuren sicherlich veredeln. Ja, aber ob ich das mache, weiß ich nicht. Wie gesagt, das sind so Objekte für Weihnachten, für welche, die da irgendjemand beschenken wollen, ein Kind oder so weiter. Und für mich halt hier dekorativ. Die Dinger bewegen sich auch, wenn man die Beine so zusammendrückt, dann bewegen die sich. Muss aber nicht sein, ne? Hier steht es, wenn man die zusammendrückt. Nichts Böses denke, Beine zusammen, ne? Ist klar. Ne? Für die Herren der Schöpfung. Ja. Eine Menge schon ist wieder da. Ja, jetzt muss ich mir auch Nägel besorgen, dass ich die dann irgendwo gut aufhänge, dass sie nach was aussehen, dass sie alle auf einen kommen. Na, also Frauenpower bei Star Wars ist ausgebrochen. Leia, Rey, Amidala und diverse andere noch. Ladies, Ladies, Ladies überall bei Star Wars. So. Ja, der Sushi bringt demnächst Sachen mit. Dekorativ. Dann können wir auch, wie gesagt, schöne Sachen machen. Ich arbeite halt auch noch dran. Wie gesagt, Han Solo habe ich nur als T-Shirt. Habe ich leider keine Maske für. Ja, Perücke muss ja auch nicht sein. Ich bleibe bei Captain Rex, da muss ich mal gucken, ob ich die gesamte Panzerung da mal bekomme von Captain Rex. Hätte ich schon Lust drauf. Okay. Wie gesagt, wollte ich euch gezeigt haben, war gerade in der Sonne, da kam er von Amazon. Vorhin war DHL, jetzt Amazon, sind alle da heute. Supi, finde ich gut, gefällt mir. Ja, das BB-8 da als kleine Version. Also ich glaube schon, dass irgendwelche im Jahr 2019 oder wie gesagt, dieses Jahr Weihnachten, mal schauen, also werde ich das schaffen. Aber ich hoffe, dass ich diesen Zug bekomme von Han Solo. Ich hoffe, dass dieser Zug irgendwie gemacht wird. Dass er auf dieser Schiene, also das wäre toll, also oder einer kann mir sowas bauen, aber glaube ich nicht. Auf so einer Schiene im Schaufenster wird er herdüst. Ich würde echt, da hätte ich Lust drauf. Ich hätte auch Lust drauf, da die Gebirge zu bauen und den Falken dazu und so. Also da hätte ich schon Lust drauf. Doch, das hat mich inspiriert. Also dieser Zug da und vor allen Dingen die Musik. Also. Ach, herrlich, ey. Ich bin eben so, also wie gesagt, morgen, 10.05. da geht es schon los. Besser um 11, also um 11, also am 11. an sich, aber da stehe ich nicht auf, 2 Uhr morgens. Werde ich dann vielleicht hier in der Aufzeichnung gucken. Viel zeigen die ja nicht, die zeigen ja nur die Leute, sprechen darüber. Ja, und einer hat ja recht. In allen Teilen kommt 3DRIPO. Also, nicht schlecht. Mensch, Druidenkontaktor, wie er sich da nennt. Ich weiß es auch nicht mehr. Jedenfalls ist er Kontakter. Na, er kontaktet in allen Variationen 1 bis unendlich, wird C3PO dabei sein oder R2D2 oder BBA. Ja, wer weiß. BB8! Ja, der neue Roboter. Mensch-Kontakter. Okay, hier fliegen schon die Pollen rum. Okay, ich mache jetzt Schluss. Das war's, weil ihr habt alles gesehen, alle Figuren gekommen. Ich wollte die haben, wie die rausgekommen sind. Ich werde ja immer animiert. Ja, die sind dann ausgepackt in einer Vitrine, die Kamera fährt dann da vorbei und so. Dann werde ich immer
dann werde ich immer so animiert, ach, gefällt mir, will ich haben. Ne? Und wenn ich sie dann habe, ja, nicht schlecht. Eine wunderschöne Babydoll. Richtig schöne Babydoll. Super. Wie gesagt, ich schaue mir dann wieder Force of Destiny an. Ne? Be for you.